Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Brawl. Im letzten Part waren wir am See und jetzt geht's weiter mit dem verlassenen Zoo. Es wird Zeit, neue Charaktere einzusammeln. Ja, der sieht wirklich verlassen aus. Auch ein Zoo ist nicht wirklich erkennbar. Ich hätte es jetzt nicht unbedingt gedacht, dass das ein Zoo wäre. Hätte die Käfig nicht gesehen. Und da ist Lukas. Ja, er ist übrigens ein bisschen schüchtern. Versteht man hoffentlich. Man kann sehen, ängstlich ist er vor allen Dingen. Gerade bei sowas. Da haut er doch lieber ab. Und das müssen wir jetzt weiterführen. Der kommt uns hinterher und wir dürfen weiterlaufen. Na super. Nun gut. Ladevorgang dauert manchmal leider ein bisschen länger. Schade drum. Lauf mal her. Dauert mir ein bisschen länger wegen diesem Scrolling-Level. Aber der kann echt sehr hoch springen. Hui. Ist schon was. Also so hoch zu springen, das muss man erstmal können. Hui. Ach, diese Dinger hasse ich doch. Euch hasse ich doch alle. Diese da. Das da runterschießen da. Die Lava oder was auch immer. Diese Hitzekohle oder was weiß ich. Mag ich nicht. So. Kommt mal her hier. Ups. Da kann man ja einmal verspotten. Wo bist denn du? Dich habe ich auch noch erwischt. Also euch beide meine ich. So, Tür ist offen. Jetzt hau doch mal ab! Okay. Das nächste Ding, jetzt müssen wir springen. Und das da oben öffnen. Das tut ihm, glaube ich, auch weh so, wenn man so mit der Decke die ganze Zeit dagegen schrammt. Stört doch nicht. Jetzt habe ich eine Gegenwaffe. Ha, vergiss es. Deswegen mag ich dieses Item so. Ja. Ah, jetzt wird's lustig. Komm doch her. Ja. Das war's mit dem. Doch, der kommt gleich wieder. Macht euch mal keine Sorgen. Der ist gleich wieder da. Da ist er doch. Oh mein Gott, schnell weg. Das ist nämlich eigentlich das Tempo, das er vorliegt. Wenn man so sagen darf. Ich schleich mich mal weg. Psst. Erfolgreich eingeklemmt. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Doch, ist er nicht alleine. So mächtig muss man schon sein. Da kommt sein Freund oder Bruder. Ness. Ich glaube, das ist sein Bruder. Kann das sein? Ich weiß nicht. Ich war mir nicht mehr so sicher. So gut kenne ich mich nicht in der Story aus. Ich glaube, das ist sein Bruder. Aber wenn, weiß ich auch nicht, ob das der Jüngere oder der Ältere ist. Sehr schön. Jetzt enttarnt sich der richtige Gegner. Es ist Porky. Und der ist gar nicht mal so einfach. Der kann richtig fies werden. Selbst auf leichtem Level. Wir probieren es mal mit Ness. Bin mal gespannt, wie wir hier durchkommen. Kann sein, dass dieser Part ein bisschen länger dauern wird als die anderen. Mist. Vielleicht stolper ich. Ah! Fällt du mir auf. Das Gute ist, man kann auf ihm landen. Hier ungefähr. Nein. Ah, jetzt holt er seine Monster raus. Nerv er nicht. Ich stehe auf ihm. Ah! Das ist gemein. Er hat keine so richtig gute Schwachstelle, aber wenn man auf ihn steht, reicht das schon. So. Aber ist auch gleich schon wieder platt. Wenn er nichts macht, dann hat er selber Schuld. Ach du Schande, schnell! Zerstören, würde ich sagen. Okay. Na gut. Stirb jetzt. Das war's mit Porky. Ein Aufkleber dann hinterlassen. Genau. Ach Mensch, wer haben wir denn da? Das ist doch Mario. Nimmt erstmal Ness in sein Visier. Der kann ganz geschickt ausweichen, ist doch was. Ja, der ist gut, der ist fit. Nimm mal halt die anderen. Na, klasse. Nein. Dafür wurde Ness getroffen, der hat es nicht verdient.
Ja, ist ja gut, Mensch. Der ist böse, der ist finster, der ist doof. Der ist ja gut. Der fiese. Na gut, geht weiter. Von die Angriffung zu richten. Und wir stoßen auf ihn hier, den Pokémon-Trainer. Und der ist ja nicht, wie sagt man so schön, unbewaffnet. Er hat was dabei. Okay, da ist Shiggy. Das heißt, wir kämpfen gleich mit ihm weiter. Die Pokémon-Musik. Ich hoffe, ihr guckt euch mal fleißig meine Pokémon-Let's Plays an. Ich habe bis jetzt nur eins Erkundungs den Himmel, aber es geht bald weiter mit Pokémon Pearl. Da will diese Musik auch hören. Das dürfte hoffentlich bald starten. Oder ist schon gestartet? Nee, wahrscheinlich nicht. Dafür muss erstmal Pilot übrigens aufhören. Das ist noch nicht der Fall. Na, so. Dich nehme ich mit. Im Maul. Das ist ja sehr charmant. Insgesamt im Laufe des ganzen Abenteuers wird Shiggy ja nicht alleine bleiben. Da kriegt der Pokémon-Trainer noch Unterstützung von zwei anderen Pokémon. So. Ja. Gut. Und ich kann das schon mal verraten, wer es ist. Zuerst kommt Bisasam. Die Weiterentwicklung von Bisasam. Und dann gibt es noch Glurak, die letzte Entwicklung von Glumanda. Geh weg. Dafür gibt es einen Baseballschläger. Ach, diese Dinger, die liebe ich doch. Das sind Flus oder so ähnlich. Die können richtig gemeint werden. Die laden sich ja erstens wieder auf. Und zweitens haben die richtig starken Angriff, wenn sie dazu kommen. Sind vor allen Dingen gefährlich, wenn sie in Schaden auftreten. So zum Beispiel. Ah, den Angriff, den meine ich. So, stirb. Juhui! Das Schöne ist, der Pokémon-Trainer, der läuft ja auch die ganze Zeit irgendwie mit. Das ist eine ganz nette Idee. Ihr werdet hinten so irgendwann so einen kleinen Lichtblitz sehen, dass der dann langfliegt. Ich kann nicht mehr hoch. Ich bin auch ein Wasser-Pokémon. So, der wird gleich da langfliegen irgendwie. Mist. So, stürzt sich selber in den Tor. Ach, ihr. Ihr seid's. Jetzt ist es lustig, wenn ich nicht richtig, mache. So, geht doch sterben hier. Geht doch. Und, ist er schon weg? Ich glaube, man kann es nicht sehen. Das ist so schade. So, weiter geht's hier. Da muss man rein. Da ist er übrigens. Noch läuft er mit. Aber irgendwann, da kommt er ja nicht weiter. Ach, ihr seid's. Lieber Laos. Die vermehren sich. Das ist eine ganz nette Idee, finde ich. Dafür sind sie auch nicht so gefährlich. Dauert auch eine Weile, bis man die alle besiegt hat, glaube ich. Na, wenn sie sich selbst in den Tod rammen. Nun gut. Und der Pokémon-Trainer noch hinterher. Ich nehme mit. Da ist er doch. Na, lass mich in Ruhe, du. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich bin vielleicht ein bisschen leiser geworden. Auch nicht so... Naja, ich rede nicht mehr so viel. Ich bin ja jetzt auch die ganze Zeit dabei, seit Part 1 nehme ich hier die ganze Zeit auf. Ja, Galaktik. Galaktikmusik, wie ich es liebe. Ich glaube, ich habe alles eingesammelt. Oder? Ich komme jetzt nicht mehr zurück. Ich muss den Part nochmal aufnehmen. Das ist ja doof. Ich muss erst nochmal von vorne sagen. Na gut. Nein. So. So, dich nehme ich mit, Theorie. So, weiter geht's. Erstmal hier rein. Und hier gibt es ja noch was zu holen. Achtung, jetzt, hier wird's gefährlich. Einsammeln, dann zerbricht's. Oder? Zerbricht das obere auch? Die hier zerbrechen auf jeden Fall. Zerbrechen die? Nee, tatsächlich nicht. Die sind doch nicht mehr so gefährlich, wie ich dachte. Na, gut. Weiter geht's. Hüpfen wir dem Schicksal entgegen hier.
reine Kopfnuss unter dem her. Und das ist ja dann guten Schlaf oder sowas ähnliches. So. Hab ich nicht mehr. Lass mich in Ruhe futtern, Mensch. Ich brauche meine Vitamine. Du bist ja immer noch am Leben. Ja. Kommst du runter jetzt oder nicht? Na gut. So. Bisschen heiß bist du, ne? Ich glaube, da könnte dir Wasser ganz gut helfen. Ja, ist ja gut. Dürfte ja eigentlich nicht so effektiv sein, ne? Richtige Pokémon-Kenner, die werden es wissen. Na, nimmst du jetzt das Ding eigentlich? So, schön. Nein. Hör! Du bist auch weg. Schön, weiter geht's. Ah, was vergessen? Kyogre. Ein legendäres Wasser-Pokémon. Das passt doch ganz wunderbar ins Bild. Ach, ihr schon wieder. Ach Mensch, ich bin schon weg. Mal gut, schade. Na, passiert. Eigentlich sollte man den Pokéball da nicht werfen, um den wieder zurückzuholen. Das haben die Entwickler leider falsch gemacht. Aber du. Ja, wenn Lukas schlau ist, dann holt er sich Unterstützung. Ich weiß nicht, warum die alle mal gehen müssen. Ja, Stage ist gemeistert. Sehr schön, wir haben alles eingesammelt. Lukas ist den Kämpfer beigetreten und der Pokémon-Trainer auch. Das war's mit diesem Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.